Darf ich vorstellen, das ist Atomic Heart, meine neue Hassliebe. Dabei habe ich mich im Vorfeld sehr auf Atomic Heart gefreut. Ein storyfokussierter Singleplayer-First-Person-Shooter mit einer Bombast-Grafik und einer Ästhetik, die gekonnt an Bioshock Infinite erinnert. Genau mein Ding. Nun habe ich ausreichend Zeit mit dem Spiel zugebracht und bin ehrlich gesagt sehr zwiegespalten. Ja, Atomic Heart macht echt was her und erinnert stellenweise an Vorbilder wie Bioshock, Prey oder Singularity. Aber je mehr ich vom Spiel, der Spielwelt und dem Gameplay serviert bekam, umso mehr wuchs mein Frust. Warum Atomic Heart wirklich gut beginnt, aber mit zunehmender Spielzeit immer mehr in sich zusammenfällt, verrate ich euch im Video. Lasst uns loslegen. Der First-Person-Shooter mit leichten RPG-Anleihen wurde von dem russischen Studio Mundfisch entwickelt und befand sich über 5 Jahre in Entwicklung. Und ja, man sieht im Spiel die Entwicklungszeit und die Mühe an, die die Entwickler an den Tag gelegt haben. Vor allem in Sachen Weltdesign, Atmosphäre und Grafik kann Atomic Heart wirklich begeistern und vermittelt ein echtes Next-Gen-Gefühl auf der PS5. Aber fangen wir doch mal von vorne an. Das Spiel wirft euch in ein alternatives Universum, genauer gesagt in die Sowjetunion der 50er Jahre, die bereits vor dem Zweiten Weltkrieg eine bahnbrechende Entdeckung gemacht hat und nach dem Kriegsende zu einer wirklichen Utopie herangewachsen ist, inklusive Robotern, die alltägliche Arbeiten übernehmen. Es ist quasi ein Mix aus Tradition und Moderne, gespickt mit viel Science Fiction, was Atomic Heart wirklich sehr gut zu Gesicht steht. Anfangs wird euch ein unfehlbares, modernes Russland präsentiert, das sich mit der neuen Technologie über den Rest der Menschheit erhaben fühlt und kurz vor der Einführung eines neuen bahnbrechenden Produkts steht. Das sogenannte Kollektiv 2.0 ist eine neurale Verbindung, die es ihrem Träger erlaubt, sich mit der Umwelt und den Robotern zu vernetzen. Stellt es euch vor wie das Internet, nur eben direkt ins Hirn gepflanzt. Bevor das Kollektiv 2.0 dem russischen Volk prunkvoll präsentiert werden kann, geht aber etwas gehörig schief und die Roboter fangen an durchzudrehen. Sie laufen Amok, metzeln Menschen ab und rufen das absolute Armageddon aus. Natürlich liegt es an unserem Helden, einem muskelbepackten Elitesoldaten, Herr der Lage zu werden, die technische Apokalypse zu verhindern und gleichzeitig auf die Suche nach Antworten zu gehen, was sich aber nicht unbedingt einfach gestaltet. Das liegt aber keinesfalls daran, dass besagte Antworten gut versteckt sind oder von euch als Spieler erst entschlüsselt werden wollen. Er ist unser Protagonist, ein dämlicher, sprücheklopfender Paradesoldat, der keine Fragen stellt und wichtige Antworten nicht hören will, selbst wenn sie ihm auf dem Silbertablett präsentiert werden. Ich habe selten so einen unterbelichteten Protagonisten in einem storyfokussierten Spiel erlebt. Man selbst sieht Plotwendungen schon Meilen im Voraus auf einen zukommen und ärgert sich dann über das Writing im Spiel, was auf Kosten der Atmosphäre und Immersion geht, denn im Grunde ist die Prämisse des Spiels wirklich gelungen und steht einem Bioshock Infinite in nichts nach. Es wird nur von den Autoren im gleichen Atemzug kaputtgeschrieben, was wirklich schade ist, da hier massig Potenzial verschenkt wurde. Aber genau das zieht sich durch das gesamte Spiel. Auf jedes tolle Element, was in Atomic Heart vorkommt, gesellen sich einige fragwürdige Dinge, die den Gesamteindruck auf Dauer leider trüben. Aber bevor wir über das Gameplay sprechen, möchte ich noch kurz auf die vorherrschende Kontroverse eingehen. So boykottieren viele das Spiel, weil hier scheinbar Russland glorifiziert wird. Und das ist ja vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse nicht zu tolerieren. Nun, wenn man das Spiel selbst spielt, merkt man schnell, dass die besagte Glorifizierung genau 30 Minuten anhält. Denn sobald die Roboter Amok laufen und das eigentliche Spiel beginnt, zeigen die Entwickler die Kehrseite der Medaille. Im Spielverlauf trifft man zudem auf Mutanten, fehlgeschlagene und fragwürdige Experimente und merkt schnell, dass hier sehr kritisch über diverse Themen geschaut wird. Mit einer Glorifizierung Russlands hat das wahrlich nichts mehr zu tun. Also bitte, haltet die Kirche im Dorf und macht euch selbst ein Bild. Oder wollen wir auch Fallout verbieten, weil hier atomare Angriffe thematisiert werden? Oder was ist mit Bioshock Infinite und dem Kapitalismus? Aber gut, das wollte ich nur mal gesagt haben. Spielerisch gestaltet sich Atomic Heart als reinrassiger Ego-Shooter mit gutem Gunplay, einem befriedigenden Nahkampfsystem, das mich immer wieder an Segas Condemned erinnert hat, und kleinen RPG-Elementen.
Und vergessen wir an dieser Stelle Charles nicht, den sprechenden Handschuh unseres Helden und eine Art Sidekick, der euch mit diversen elementaren Fähigkeiten ausstattet. Wenn ihr euch also stellenweise an Bioshock erinnert fühlt, habt ihr nicht Unrecht. In linearen und wirklich abwechslungsreichen Bunkern geht es darum, Antworten zu finden, größere Systeme abzuschalten und unzählige Roboter und Mutanten unschädlich zu machen. Dabei sind die Rätsel nicht sonderlich anspruchsvoll, lockern das Spielgeschehen aber auf. Und von den Gegnern gibt es reichlich, die auch in ihrer Variation zu begeistern wissen. In den ersten Spielstunden kommt zudem ein eher beklemmendes, fast schon an Horror erinnerndes Spielgefühl auf, da die unterirdischen Anlagen teils wirklich düster und die Gegner brandgefährlich sind. Außerdem herrscht konstant Munitionsknappheit. Patronen findet man so gut wie gar nicht und muss sich diese meist aus wertvollen Materialien selber bauen, was aber bedeutet, dass besagte Materialien dann nicht für andere wichtige Items ausreichen. Also setzt man auf den Nahkampf, der intensiv umgesetzt wurde und das Adrenalin nach oben schießen lässt. Alles gut also. Nun, zumindest ist das die eine Seite der Medaille. Leider haben die Entwickler aber ein paar Dinge ins Spiel eingebaut, die das gesamte Kampfsystem in meinen Augen auf Dauer sehr anstrengend gestalten. So sind alle Gegner absolute Kugelschwämme. Ihr verschießt einen Haufen eurer wertvollen und sowieso raren Munition, ohne den Hauch von Schaden anzurichten. Auch im Nahkampf stecken Gegner unglaublich viele Schläge ein, bevor sie zu Boden gehen. Und hey, wenn man gegen einen oder zwei Roboter kämpft, ist das durchaus fordernd und cool. Aber wehe euch, wenn ihr vor eine der zahlreichen Kameras lauft und Alarm ausgelöst wird. Dann spammen unzählige Gegner aus allen Ecken der Spielwelt und schlagen gleichzeitig auf euch ein, was nur noch in Frust endet. Selbst wenn ihr euch der Gegner entledigt, tauchen fliegende Roboter auf, die kaputte Artgenossen wieder reparieren. Ich hatte in den ersten Spielstunden wirklich Schwierigkeiten, mich durch die Gegnerhorden zu kloppen. Immer darauf bedacht, zuerst die Kameras und die fliegenden Reparaturroboter auszuschalten, was aber wiederum am Spielfluss nagte. Dennoch sind mir die unterschiedlichen Bunker eigentlich positiv im Kopf geblieben, allein wegen der vorherrschenden Atmosphäre und ihrem genialen Design. Und dann gibt es noch die Open World. Sobald ihr nämlich den ersten Bunker erfolgreich abschließt, findet ihr euch in einer größeren Open World wieder, die die Eingänge zu den anderen Bunkern beherbergt, und dort müsst ihr hin, um die Story voranzubringen. Die offene Welt dient dabei quasi als Hub, was ja im Grunde nach einer tollen Idee klingt und grafisch auch wirklich imposant aussieht, auch wegen der idyllischen Optik, die in starkem Kontrast zu den unterirdischen Anlagen wirkt. In der Open World kommt aber das bereits genannte Problem während der Kämpfe noch mehr zum Tragen. Es wimmelt nämlich nur so vor Robotern, die gefühlt unendlich Energie besitzen. Dazu sind unzählige Kameras aufgestellt, die euch sofort im Visier haben und eine Armee nach der anderen in eure Richtung schicken. Ich hatte wirklich Mühe, die offene Spielwelt zu erkunden, da ich konstant von Feinden gejagt wurde. Da ich meine wertvolle Munition nicht verschwenden wollte, ich meine, die Roboter werden ja eh wieder repariert, habe ich versucht, den allermeisten Begegnungen aus dem Weg zu gehen und direkt den Eingang in den nächsten Bunker zu finden. So sieht leider kein motivierendes Gameplay aus. Die Open World ist in meinen Augen total unnötig und zehrt eher an den Nerven. Wirklich Spaß machte mir Atomic Heart eher in den verschiedenen Bunkern, da hier die Ideen, die Rätsel und auch die Geschichte verborgen liegen. Und das ist sehr, sehr schade, wo wir wieder bei den vergeudeten Potenzialen wären. Wenn es nicht so viele Kameras gäbe und keine Roboter, die gefallene Gegner wieder reparieren, dann wäre Atomic Heart um ein Vielfaches besser. So ist es eher ein Wechselbad der Gefühle aus aufkeimendem Spielspaß und stets auftretendem Frust. Da nützt auch das tolle und wuchtige Gunplay nichts. Oder die vielen Verbesserungen, die man an den Waffen, dem Handschuh oder dem Charakter selbst anbringen kann. Und das ist wirklich jammerschade, da ich unbedingt mehr von der Spielwelt, dem grandiosen Artstyle und der Atmosphäre in mich aufsaugen wollte. Atomic Heart ist in meinen Augen eins der schönsten Spiele der letzten Jahre und genauso stilsicher wie ein Bioshock Infinite. Das ist auch der einzige Grund, warum ich den Controller immer wieder in die Hand nahm, nur um ihn dann nach ein paar Stunden wieder genervt beiseite zu legen. Die 15 Spielstunden konnte ich aufgrund der angesprochenen Patzer nur in Schüben meistern. Eigentlich müsste ich es hassen, aber irgendwie liebe ich es. Die typische Hassliebe, was durch ein paar nervige Design- und Gameplay-Elemente hervorgerufen wird, die man durchaus hätte vermeiden können.
So wie es ist, kann ich Atomic Heart leider nicht uneingeschränkt empfehlen. Es kommt sehr auf die eigene Präferenz an und das zeigen ja auch die Pressewertungen. Von 45 bis 90% ist ja alles vertreten. Der Spielspaß in Atomic Heart hängt davon ab, was euch in so einem Spiel wichtig ist. Eine intelligente Handlung und gute Charakterentwicklung? Na, das werdet ihr hier nicht finden. Ein gutes Gameplay? Nun, es ist vorhanden, wird aber durch Frustelemente niedergedrückt. Oder wollt ihr in eine wunderschöne Welt eintauchen und stellt dafür das Gameplay hinten an? Dann könntet ihr durchaus Freude an Atomic Heart haben. Für ein Erstlingswerk ist es auf jeden Fall sehr ambitioniert und weist viele tolle Merkmale auf, die im Gesamtbild aber nicht ganz aufgehen. Hoffen wir mal, dass Mundfisch mit einem potenziellen zweiten Spiel das Gameplay und das Writing verfeinert. Dann steht einem absoluten Mega-Hit nämlich nichts mehr im Weg. Aber ja, das war meine Meinung zu Atomic Heart. Jetzt interessiert es mich natürlich, was ihr über das Spiel denkt. Schreibt es mir in die Kommentare und wir quatschen ein wenig drüber. Ich bedanke mich bei allen meinen Zuschauern und vor allem meinen Patreon-Supportern und Kanalmitgliedern. Durch euren monetären Support, als auch jeden Klick und jeden Like, kann ich Content wie diesen hier auf dem Kanal produzieren und das weiß ich sehr zu schätzen. Vielen Dank. Jetzt bin ich aber erstmal weg. Bis zum nächsten Mal hier auf Spielewelten. Euer Andi.